Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Let's Play Fallout 4. Und ihr seht, wir sind wo wir noch gar nicht waren. Ja, ganz banal. Ich habe schon ein Video aufgenommen, wo ich euch den Freedom Trail gezeigt habe. Da war ich echt stolz drauf, weil ich hier diese Backsteine, das ist der Freedom Trail und der endet dann hier sozusagen in dieser Kirche. Da lernen wir dann ein paar neue Leute kennen. Und ja, wie soll es halt anders sein? Die Aufnahme ist im Arsch. Also, seht ihr den Freedom Trail leider nicht. Es tut mir echt leid, aber... Ach, so gut war die Aufnahme wahrscheinlich eh nicht. Also von dem her halb so wild. Aber die Leute, die wir dort getroffen haben, die haben uns jetzt hier zu einem neuen Ziel gegeben. Und dementsprechend sehen wir... Tschuk, 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 tschuk. Spionagehandwerk trifft Deacon bei der alten Autobahn. Also lasst uns doch mal zur alten Autobahn schauen und schauen, was der Deacon so mit uns vorhat. Ja, ab zum Super-Duper-Mart und dann rüber. Ja, ist echt ärgerlich, aber wie gesagt, solche Sachen kriegt man gar nicht mit beim Aufnehmen, weil ich habe so ein kleines Symbol, was so sich dreht und schwingt. Da wird mir dann angezeigt, es nimmt auf und alles ist gut. Ja, und dann war ich fertig. Auf einmal war die Datei, die sonst irgendwie so 120, 130 Gigabyte groß ist, war dann irgendwie nur, wie viel waren es? Ich glaube 20 Kilobyte. Also... irgendwie alles komplett verschwunden. Deswegen schade drum, aber storymäßig eh nicht jetzt essentiell wichtig. Denke ich jetzt mal. Bewegung entdeckt. Hallo, seltsam. Ein Sint. Greife feindliche Lebensform an. Der wird extrem selbstbeschädigt. Da bist du ja. Was ist denn da drin, dass dieses so gut verteidigt ist? Da muss ich ja mal reinschauen. Okay, das tut dir ganz schön weh. Warum sind da so viele Sims drin und warum waren da jetzt hier auch so viele Minen? Das ist ja schon spannend. Gibt es hier irgendwas Cooles? Also was Cooles würde ich auf jeden Fall sofort nehmen. Sag ich gleich schon mal an. Kronkorken. So. Also hier, das erforsche ich jetzt mal so ein bisschen mehr noch. Weil, was soll das für einen Sinn machen, dass die hier so abgehen, wenn da gar nichts wäre? Das wage ich zu bezweifeln. Solocom's Joe's Keller, aha. Vielleicht betrete ich auch hier was ich noch gar nicht betreten sollte, aber ist mir egal. Weil das ist spannend. Solange es nicht wieder erschreckend ist, ist alles gut. Ist da jemand anwesend? Wer spricht da jetzt mit mir gerade? Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss Sensor meldet feindliche Präsenz. Aha. Ich weiß ja nicht, wo der sein soll. Also lustigerweise, überaktive Sensoren, mehr nicht. Da werden ja auch welche angezeigt. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Der Aufzug ist außer Betrieb. Die Ruftaste bringt nichts. Ich habe mich getäuscht. Keine das gibt's doch gar nicht. Das Radio aktivieren bringt auch wohl nichts. Seltsam, offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Aber, naja, der Aufzug ist außer Betrieb und sonst kann ich hier gefühlt nichts machen. Also ich gehe mal hoch, vielleicht passiert da oben noch mehr. Aber hier seht ihr... Hallo, ja, ich bin noch da. Naja, also, merkwürdiger Raum, vielleicht erschließt er sich mir noch nicht. Ich dachte mir, vielleicht passiert noch irgendwas mit der Uhr. Aber nee, ich kann das zwar aufmachen, Bewegung entdeckt. Aber
Aufzug ist außer Betrieb, die Ruftaste, es passiert nichts. Merkwürdig, merkwürdig. Vielleicht wird es hier nochmal spannend. Jetzt gerade auf jeden Fall noch nicht. Aber vielleicht hat der ein oder andere unter euch, der das schon mal gemacht, die Aufgabe und weiß, oder hier dieses Ding, Quest, und weiß, was da los ist, was das zu bedeuten hat. Fände ich spannend. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nochmal hoch. Aber scheint hier auch nicht viel los zu sein. Komme ich da überhaupt hin? Soll ich da überhaupt hinkommen? Nutze ich ein Spiel aus? Nee, keine Ahnung. Merkwürdig. Finde ich kurios. Aber das macht das Spiel ja irgendwo auch aus, dass alles nicht so easy peasy ist. Aber jetzt gehe ich mal dahin weiter, wo ich eigentlich hin wollte. Kannst mich mal doofe Minen, ey. Mal die Waffen nochmal durchgucken, wo was ist. Alles klar. Was habe ich denn auf der 6? 1, 2, 3. Auf der 6 habe ich nichts. Was hatte ich denn da mal? So, muss ich mal. Lass mal wieder mein Inventar mal durchgucken. Aber erstmal sind wir ja trotzdem noch gut gerüstet. Eine Powerrüstung. Wie kommt man denn an die? Ah, aha. Was ist denn das für eine Powerrüstung? Das wird mir jetzt... Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Habe jetzt eigentlich schon genug in verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt alle schlagen sich wahrscheinlich gerade so die Hände vor den Kopf. So, oh mein Gott, wie kann er die Powerrüstung zurücklassen? Was ein Noob! Ja, stimmt. Ist ja jetzt nicht mal falsch. So, da ist er auch schon. Der hat übrigens einen sehr coolen Style. Hey. Weil der hat sich verkleidet. Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Na dann. Mal los. Aber zuerst müssen wir eine Sache erledigen. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Das ist doch ein also Wort. Aber mir fällt gerade auf, dass das Scharfschützengewehr war, was mir noch fehlt. Nee, das ist hier auf der 4. Was hatte ich denn auf der 6? Wahrscheinlich den Fatman. Sonst ist ja jetzt auch, mir fehlt auch hier keine Pistole oder irgendwas, wo ich sagen würde, ah ja, stimmt. Flammenwerfer. Ja, dann tue ich doch mal den Flammenwerfer auf die 6. Nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde... Nee, haha, auf der 4 ist kein... Das war's. Wusste ich's doch. Nein, nein, ja. Du kommst auf die 6. Du warst auf der 8, aber auf der 8 war nix. Was sollte uns eine Spur hinterlassen? Egal. Durch den Flammenwerfer auf die... So, Flammenwerfer. Kommst auf die 8. Ist ja ein Warnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an.
Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. So. Ich nehme mal das Scharfschützengewehr. Das macht ja auch immer ganz schön Schaden. Dass der so langsam kriechen muss. Von wegen mir schon und ruhig das nächste Bahnsignal. Genau hier. Mal weiter loslegen. Also ganz ehrlich, ich hätte darauf wahrscheinlich gar nicht geachtet, gebe ich ganz ehrlich zu. Einfach mal den Arm abgeschossen. Wie lässig. Kronkorken und Patronen. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Ach ja, stimmt. Darauf hätte ich jetzt auch aufgepasst. Warum rennst du jetzt wieder zurück? Oh mein Gott. Die KI, die nervt mich ab und an in dem Spiel schon echt schön stark. Jo, so. Kronkorken. Haarklammer. Wissen wir, dass wir da sehr auf Haarklammern steht. Der Nuka-Cola. Und die Kronkorken nehme ich auch noch mit. Da habe ich übrigens auch schön viel Schuss. Finde ich auch sehr gut und angenehm. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Ich schaue jetzt erstmal, was es da noch gibt, bevor ich ihm hier so einen Schmarrn erzähle. Patronen, alles da. Alles schick. So. Live verkleidet ist gut, weil ich doch den Strahlenschutz später mal brauche. Das heißt, ich nehme das Zeug jetzt mit und gebe es der anderen. Tu sie erstmal in die Hand. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ja. Beziehungsweise soll ich das nicht vielleicht gleich anziehen? Dann habe ich es hinter mich gebracht. Aber es ist halt echt überall. Nee, ich gebe es ihr und danach tue ich es später noch. Dann einsetzen. Ich darf es nur nicht wieder vergessen. Hey. Was kann ich für dich? So, wo ist denn das alles? Wahrscheinlich ganz unten. Na? Robkoffern. Okay, da. Das. Kann ich hier noch was geben? Weil eigentlich bin ich ja ganz schön voll. Aber sieht wohl so aus, als das, was ich mitführe, mich ganz schnell schon voll macht. Das ist auch alles nicht schwer. Und das, was ich sozusagen eh ausgerüstet habe, das führe ich sowieso mit. Nuka-Cola. Warum kann das nicht alles so eine Tonne wiegen und ich gib's ihr einfach und zack, läuft das wieder. Kampfflinte ist ausgerüstet. Die trage ich eh nicht. Gib ich ihr die. Den Impro-Revolver, den trage ich auch nicht. So. Ja, das ist doch jetzt mal okay. Jetzt begrüßen wir erstmal ihn hier. Sagen Servus. Erstmal schaue ich mal. Haha. Hi.
Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet, aber in eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Super, Minen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. So. Deacon, was sagst du dazu? Langt dir das so? Unser Rick hier ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Richtig. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Betritt den Fluchttunnel. Alles klar. Kann ich da irgendwie runter? Oder muss ich da den weiten Weg nehmen? Okay, das schaut nach einem viel zu hohen Sprung aus. Der sehr, sehr ungesund würde. Dementsprechend nehmen wir den weiten Weg. Ich wollte jetzt schauen, vielleicht kann ich ja von hier, hätte ich was sehen können, aber nein, tue ich nicht. Deswegen wird ein bisschen gejoggt. So. Jetzt aber runter hier. Finde ich übrigens auch cool, die Brücke ist der Bus. Kann ich ja mal reinschauen, ob es da was gibt. Komme ich da rein? Okay, nee, oder? Nein, gar nicht. So, und jetzt laufen wir da mal hin. Zu dem Fluchttunnel. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was da passiert. Oh, eine Powerrüstung. Die habe ich ja Gott sei Dank noch nie gesehen. Patronen. Na? Ich bin schon leicht angespannt. Ich gebe es ehrlich wieder mal zu. So, da geht's rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den hätte man echt nicht gesehen, den Tunnel. So, einfach mal mir nichts, dir nichts. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Aha. Das freut mich, ja. Zu gut geschützt. Na toll. Und ich komme da eh nicht rein. Hey. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer. Aber rechnet mit Generation 1 und 2. Wenn ich nicht... Zeit, dass du erfährst, warum ja, vielleicht sind. Passiert jetzt noch von wir ihm was. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir?
Könnte das klappen? Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Kannst du das? Passiert da noch was? Naja. Na komm, leg los. Nun, zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Aha. Habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Alles klar. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja. Du armer, toter Mistkerl, wissen wir. Ja. Flanellhemd. Sensor meldet feindliche Präsenz. Wir sind hier nicht allein. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Kommt der nochmal raus? Greif einfach zu. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Ah. Bist du noch immer da? Bitte stehen Sie still. Nein, nein, nein! Ich habe mich auf das so, egal. Mach mal den ohne Snipergewehr. Fusionszelle ist immer schön. Wasser könnte ich trinken. Raus, kommt raus. Du hast dich da echt wacker geschlagen. Ekelhaft. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Ja. Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um. Soll ich mich dann nach vorne umschauen oder hier? Das ist die Frage der Fragen, gell? Tüfteltom konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey... Vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Du hast wohl noch nie einen Runner gesehen, aber das sind echt fiese und hochmoderne Spielzeuge des Instituts. Hier drin sollten keine sein, aber wenn doch, dann laufen. So, pass auf. Terminal. Für was ist denn er schon wieder? Ich will nicht. Scheinwerfersteuerung. Machen wir mal Licht ausschalten. Bist du schon runtergefahren? Wahrscheinlich. Die Turmsteuerung. Deaktivieren wir mal. Okay. So, das sollte erledigt sein. Aber was ist, das interessiert mich natürlich schon noch, was der da... Ah. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Das wird es gewesen sein, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Wenn ich von da komme. Kein Problem. Ich bin das Wort von Gott, gewaltig ich werde, wenn möglich, die verursachten Schmerzen minimieren. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. So ist es. Die, ach, genau meine Wellenlänge, die Frau. Wenn sie mir mal nicht auf den Sack geht, kann man ja was mit ihr anfangen. Trinken wir doch mal das Wasser, das scheint rein zu sein. Naja, so viel dazu. Kronkorkenpatrone. Es ist ja schon immer was dabei. Das ist schon fein. Hm, da mag jemand keine Besucher. Wie ist sie da nur drauf gekommen? Sensor meldet feindliche Präsenz. So kann man auch looten.
noch ein aktives Terminal. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Überaktive Sensoren. Schalte sie ein. Mehr nicht. Als kleine Überraschung für uns. Wer oder was greift der Feind an? So. Seien Sie gewarnt, ich kann nicht zu lang. Na, wo ist er jetzt? Das ist besser gelaufen als erwartet. So, und was sagt das Terminal? Komm schon, gib mir was Cooles. Turmsteuerung. Wieder Verteidigungssystem. Ja, nee. Brauche ich ja nicht deaktivieren. Schaut ja so aus, als ob es noch deaktiviert wäre. So, ich nehme mal einen Red Away. Zack. Ein Red Away und ein Stimpak. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Gefällt mir, dass es hier so viel gibt. Der Turm ist deaktiviert. Okay, weiter geht's. Oh nee, ich hasse Hacken. Ich will das nicht. Ach Gott. Okay, das war nix. 10 Sekunden warten. Jeopardy-Musik an dieser Stelle vorstellen. Ach, ja. Warum kann nicht alles mit einer Haarklammer gesichert sein? 2 Treffer. Okay, ich hatte gedacht, dass es das O oder das E sein könnte. Aber so scheint es wohl doch nicht. Das E könnte es durchaus sein. Warte mal, da war es ES. Vielleicht Lines. Oh Mann! Also ich weiß nicht, was ich da beim Hacken nicht checke, was da die Krux ist. Weil das hat auch irgendjemand gesagt. Man kann da ja was markieren. Aber wenn ich jetzt hier das mache. Dann steht dann da ein Treffer bei Pouch. Aber sonst steht doch da nichts. Mehr als ein Treffer Zugang verwehrt steht nicht. Und ich kann doch auch nicht. Da. Ich check's echt nicht. Man kann natürlich auch so ein Let's Play Fallout machen, indem man einfach stundenlang hackt und effektiv vielleicht nur ein Tor aufbekommt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist nicht das Spannendste für euch, aber durchaus möglich. Sound. Seeds. Also Sound hat den Treffer und Seed hat den Treffer. Könnte durchaus das S am Anfang sein. Cool. Ja, wenigstens was. Tür öffnen. So. Na, weg ist er. Wäre es doch gar nicht, der auch. Bye bye, ihr Lieben. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slock und Joes eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense. Ach, sind wir jetzt da drin, wo ich vorher war? Das war doch Slocum Joe. Ist ja lustig. Was ein Zufall. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Ja, das finde ich ja schon irgendwie jetzt amüsant. So, da gibt es bestimmt eine. Powercore, oder? Ja. Schadet ja auch nie. Wissen wir ja. Ja. So.
doch gut. Lass dir Zeit. Leute, die lesen können, zahlen meine Miete. Zentrales Terminal. Na, Heidewitzka, ich freue mich. Authority. Wash. Oh, Alter. Nein. Aber das muss ich, also Experte-Terminal, das ist ja, da gibt es bestimmt was Spannendes. Die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende. Pass mal, wir machen noch einen letzten Hackversuch. Und wenn das nicht klappt, dann geht's mit dieser Folge und mit diesem Hack zu Ende. Beziehungsweise, ich mache in der nächsten Folge deinen Hack schon mal soweit fertig. Personal. Ne, das macht keinen Sinn. Bin drin. Ja, das ging gut. Und was kann ich jetzt hier Tolles machen? Hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet, gell? Unterwasserobjekte. Aha. Okay. Hätte ich mir jetzt zwar irgendwas Tolleres davon erhofft, aber naja, man kann ja nicht immer den Jackpot haben. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas schnell passiert. Uiuiui. Ja, ich würde sagen, es ist aber eine gute Stelle und eine sehr spannende Stelle, dass man weiß, was passiert next. Also bleibt dran bei Let's Play Fallout. Bis zum nächsten Mal. Euer